Am 14. Juli begann für den SC Magdeburg Teil 2 der Sachsen-Anhalt-Tour. Die Fans nutzten die Chance, mit ihren Stars vom SCM auf Tuchfühlung zu gehen, denn die Handballprofis fuhren mit der Elbe-Saale-Bahn zum Freundschaftsspiel nach Möser. Dort spielten die Magdeburger im schon traditionellen Fußballvergleich gegen die Altherrenmannschaft von Grün-Weiß Möser. Vor Abfahrt des Zuges bestand die Möglichkeit, die Idole auf Film und Speicherkarte zu bannen. Seit der Saison 2011-2012 ist die Elbe-Saale-Bahn, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG, exklusiver Mobilitätspartner des SC Magdeburg. In dieser Funktion unterstützt die Elbe-Saale-Bahn die SCM Sachsen-Anhalt-Tour 2012. Interessante Fahrtminuten sind vorüber. Vom Bahnhof ging es direkt zum Sportplatz. Alle Vorbereitungen waren getroffen. Während kulinarisch das Schwein am Spieß brutzelte, versorgte Geschäftsführer Marc Schmidt persönlich den SCM-Fanshop mit neuen Fanartikeln. Rein ins Spiel. Der Gastgeber in Weiß spielend erwies sich in den ersten Minuten vor rund 500 Zuschauern als sehr widerstandsfähig und bestimmte teilweise das Spiel. Da musste sich SCM-Torhüter Robert Weber schon einmal strecken und parierte diesen Schuss von Grün-Weiß-Coach Frank Birr, der selbst mitmischte. Nach gut 10 Minuten zeigten sich die Magdeburger präsent, scheiterten aber bei einem 18-Meter-Schuss von Bennett Wiegert. Nach 17 Minuten war es dann soweit. SCM-Neuzugang Moritz Schepsmeier erkämpfte sich den Ball und geht außen durch. Seine flache Eingabe drückte Tim Hornk über die Linie 0:1. Wenig später, Eckball Moritz Schepsmeier. Yves Grafenhorst geht zu Boden, 11 Meter. Der Gefaulte schoss selber und verzog die Kugel über den Kasten von Torhüter Pitt Reichert. Es kam die Zeit von Torjäger Bartosz Jurecki. Der Kreisspieler des SCM erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das 2:0 für seine Mannschaft. Bartosz, dein erstes Tor der neuen Saison, es sah klasse aus. Ja, natürlich, das war super, schön. Ich hoffe, das war nicht nur das erste und nicht das letzte Tor in dieser Saison. Puh. Aber ich denke, das ist ein gutes Spiel. Wir müssen ein bisschen mehr laufen wie unser Feld, aber ich denke, wir haben viel, viel Spaß und das ist wichtig. Nach dem Wechsel ist Tim Hornke in der 39. Minute Vorlagengeber für Bartosz Jurecki. 0:3 aus Sicht von Grün-Weiß Möser. Wer glaubte, das Spiel sei gelaufen, der sah sich getäuscht. 3 Minuten später erzielte Nico Stickroth nach Zuspiel von Sebastian Franke den 1:3 Anschlusstreffer. Damit nicht genug. Denn der gegenüber dem Vorjahr verjüngten Elf aus Möser gelang in der 56. Minute der zweite Treffer zum 2:3. Patrick Neumann ist schneller auf den Beinen als Lennart Carstens und drückte den Ball aus vollem Lauf unhaltbar unter die Querlatte. Robert Weber hatte keine Chance, pariert aber wenig später zweimal prächtig. Den Schlusspunkt in dieser 17. Auflage des Spieles setzte der SC Magdeburg. Über Bartosz Jurecki und Bennett Wiegert, der zunächst scheitert, gelangte der Ball zu Moritz Schepsmeier. Der schiebt letztendlich in Abstaubermanier zum 2:4 Endstand ein. 69. Minute der SCM. Und auch 4:3.
2:2. Und so heißt es 4:2. Endstand. Hier die Stimmen nach dem Spiel. Stefan, das war dein erstes, wenn auch nicht Handballspiel für den SCM. Wie war's denn? Ja, wir haben gewonnen. Ich habe schon mit Sicherheit mal gesehen, dass Fußball vielleicht nicht so meine Stärke ist wie Handball, aber deswegen bin ich auch nicht zum SCM gekommen wegen Fußball. Und in der Stadt schon ein bisschen eingelebt, schon ein bisschen umgeguckt? Ja klar, ich bin jetzt genau heute vor einer Woche umgezogen, mich ein bisschen eingerichtet, aber viel gesehen habe ich noch nicht. Und so wie ich Frank kenne, werde ich in den nächsten 6 Wochen auch nicht viel Zeit dazu haben. Das war dein erstes Tor für den SC Magdeburg, wenn auch nicht beim Handball. Ja, mit dem falschen Körperteil, aber war schon ganz gut, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Drin ist drin. Ja, drin ist drin, klar. Wie waren die ersten Tage hier beim SCM? Schon ein bisschen eingelebt? Ja, das ist ja immer die Frage so in den ersten Wochen. Klar, also ich bin ja erst sehr kurzfristig umgezogen und Donnerstag ging direkt schon das Training los. Also habe ich noch nicht so viel Zeit gehabt, alles zu erkunden, aber es wird sicherlich kommen, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben. Aber insgesamt fühle ich mich jetzt schon ganz wohl hier. Und erste Fankontakte? Ja klar, haben wir ja heute während der Zugfahrt schon, das war ja auch so vorgesehen und alles prima. Ich bin hier super aufgenommen worden, sehr herzlich empfangen worden und kann mich an dieser Stelle schon mal bei den ersten Fans bedanken, dass sie mich so freundlich empfangen haben. Also 4:2, das klingt ja nicht so schlimm wie in den vergangenen Jahren und ich hörte von den SCM-Spielern, ihr wart ganz schön stark. Ja, ich denke mal, wir haben wie immer, wie jedes Jahr unser Bestes gegeben, aber man sieht eben doch einen gewissen Altersunterschied. Und wenn die ein oder andere Chance reingegangen wäre, hätte es vielleicht auch knapper ausgehen können. Schade. Der Ausgleich lag ja irgendwo in der Luft. Ja, ist richtig, aber es sollte mal wieder nicht sein. Und vielleicht ist es auch Ansporn für die neue Saison, für die Handballer, dass es richtig nach vorne geht, dass sie voll kein Spiel verloren geben. 4:2 Sieg, das sah diesmal härter erkämpft aus als in den Vorjahren. Ja, wenn ich richtig informiert bin, haben die Mannschaft aus Möser auch deutlich eingekauft, sich verjüngt und in der Qualität haben sie deutlich zugelegt gegenüber den Jahren vorher. Und wir hatten heute natürlich auch ein paar Ausfälle, mussten ein bisschen umstellen. Unsere Innenverteidigung war sehr jung auf einer Seite und das hat Möser dann in der zweiten Halbzeit ganz gut ausgenutzt. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Die Jungs haben sehr gut gespielt und als es dann nochmal ein bisschen knapp wurde, auch nochmal sich konzentriert gezeigt und das ist wichtig. Harry. Eigentlich finden wir dich auf dem Platz immer an anderer Stelle, heute mal sehr laufintensiv. Ja, eigentlich ist das nicht mein Platz, aber Robert wird ein bisschen weniger laufen. So, da habe ich gedacht, dann laufe ich mal für Robert. Warst du also ein guter Kumpel? Ja, jetzt kriege ich ein Bier von ihm. Das ist okay und freust dich aber den Rest der Saison wieder auf dein Tor? Ja, weil das Laufen ist eigentlich nichts für mich. Ich muss einfach stehen und das ist viel besser. Und Robert im Tor, was sagst du zu seiner Leistung? Oh, der war gut, auch mit der Kooperation, der hat gut gezeigt von mich und er war gut. Ja. Okay.